LOL, schaut euch an, wie die vom Himmel fallen. Das ist so geil. Hühner schmeißen mit Eiern in der Base. Bin ich der Einzige, der sowas lustig findet? FBI, open up. Der Arme. Das wird löchrig wie ein Käse. Hallöchen und willkommen zu einem richtig abgefahrenen Minecraft-Abenteuer, zu einem neuen Troll-Video mit mir, der gelben Knete, dem Kopper. Endlich! Wir spielen heute wieder mit der Klon-Mod, mit der wir unsere Mitspieler richtig ärgern können. Das war die Mod, mit der wir unsere Bewegungen erst aufnehmen und diese abspielen können. Wir können uns klonen. Ich habe wieder unfassbar viele Troll-Vorschläge von euch bekommen. Ihr seid der Wahnsinn. Die schauen wir uns an. Richtig stark, Lautsprecher-Troll, Hühner, die Eier werfen, FBI-Zugriff, die Base unseres Mitspielers zerstören, werden zum Zauberer, unbesiegbare Zombies zaubern und so vieles mehr. Über 20 neue verrückte Streiche. Damit wird man garantiert seine Freunde verlieren, sofern man welche hat. Am Ende werden wir alle Trolls gleichzeitig auslösen. Auch dieses Mal könnt ihr mitmachen, mehr dazu gleich. Hier drüben wohnt wieder unser gelber Freund, der Big Mac, mit seinem Keks, mal wieder auf dem Klo. Er sprengt die Schüssel. Wir werden den ärgern, bis er weint. Der wird ganz komisch aus der Wäsche schauen, sofern er welche anzieht. Als erstes meine, dann eure Trolls. Demnach kann es losgehen. Troll 1. Schildkröten können nicht fliegen. Ich habe eine richtig bescheuerte Idee. Wir müssen uns quasi aufnehmen, wie wir vom Himmel fallen. Bei der Base unseres Freundes. An verschiedenen Stellen. Das Ganze müssen wir mehrfach wiederholen. Das Ganze 10-mal. Das wird so genial. Wenn wir fertig sind, einfach mit einer Redstone-Schleife unsere Klone abspielen. Oh mein Gott, schaut euch an, wie die vom Himmel fallen. Wie awesome ist das denn bitte? Das ist so bescheuert. Das sind Sternschnuppen. Dürfen wir uns jetzt was wünschen? Das ist so geil. Das ist ja geisteskrank. Bei dem Wetter sollte man nicht rausgehen. Achtung, Achtung, der Wetterbericht. Strahlender Regen. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist bescheuert. Wenn ich eine Schildkröte vom 5. Stock werfe, macht es Knatsch. Und das war's. Zweiter Troll. Der König der Schildkröten. Das müsst ihr ausprobieren. Als erstes bauen wir einen Thron vor der Base unseres Freundes. Nicht so spektakulär, aber das ist erst der Anfang. Ja, das ist okay. Damit sind wir fertig. Danach werden wir aufnehmen, wie wir drumherum laufen. Quasi vergöttern. Das wird so genial. Verbeugen. Wie als wäre es der Papst. Ich glaube, ihr wisst, worauf das hinausgeht. Am besten schreiben wir, Le Copa ist der Beste. Team Gelb. Das G in Team Gelb steht für klug. Als wären es Fans. Ich habe alle deine Videos gelesen. Und zum Schluss sollen die uns mit Keksen bewerfen. Kekse. Ich mag Kekse. Und jetzt kommt's. Nachdem wir das getan haben, spielen wir die Aufnahme ab und lassen uns auf den Thron nieder. Das ist so gut gemacht. Schaut es euch an. Oh mein Gott. Unsere Mitspieler würden denken, wir hätten eine Armee oder eine Underwaffel. Nicht vergessen, die Skins und Namen können wir ändern. Gebt mir eure Kekse. Haha. Endlich Leute, die mich mögen. Meine Fans. Wir sind der König der Schildkröten. Hakuna Matata. Diesen Spruch. Aua, wer war das? Troll 3. Das Huhn hat Eier. Schritt 1. Wir rennen mit Eiern in das Haus unseres Mitspielers. Droppen diese in jede Ecke. Je mehr, desto besser. Wie ein Osterhase mit Schlaganfall werden sie überall auf dem Boden verteilen. Oh Gott, wie das hier aussieht. Hier noch ein bisschen. Es gibt eine Riesensauerei. Als nächstes werden wir die Aufnahme als Huhn abspielen. Wie das Huhn die Eier verteilt. Ich glaube, das Huhn ist krank. Ich glaube, das Huhn ist kaputt. So viele Eier. Auch jetzt werden wir uns klonen. Und schon rennen hunderte Hühner, beladen mit Eiern, in die Base unseres Mitspielers. Und schmeißen die durch die Gegend. Oh Gott, bin ich der Einzige, der sowas lustig findet. Euer Kumpel wird ausflippen. Mit Essen spielt man nicht. Aber die Hühner kann man noch essen. Als nächstes werfen Kühe tausende Eimer Milch oder was? Troll Nummer 4. Partape, Troll. Wir nehmen heimlich auf, wie wir mit einem Command den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. Das machen wir ganz oft hintereinander. Die ganze Zeit. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell yeah. Sobald wir fertig sind, ganz oft unseren Klon abspielen. Schon kann die Party starten. Wupp, wupp. Es wird die ganze Zeit hell und dunkel. Wie das Licht flackert. Das funktioniert besser als erwartet. Das ist
illegal. Hoffentlich bekommt Big Mac keinen Anfall. Einen Wutanfall. Eleppy aber happy. Troll 5. Hilfe. Hero Brine. Das wird böse. Damit werden wir unsere Freunde erschrecken. Als erstes nehmen wir auf, wie wir am Fenster rumtanzen. Hallöchen, mein gelber Freund. Wieso hat er eigentlich ein Klo direkt am Fenster? Was ist denn falsch mit dem? Ein bisschen rumalbern. Hier auch noch ein bisschen am Fenster. Der bemerkt uns nicht mal. Hey, Big Mac. Hey, Hallöchen. Danach werden wir das Ganze als Hero Brine abspielen. Wie der angerannt kommt. Hier, das ist so gruselig. Wie der Start. Richtig unheimlich. Hero Brine wird unsere Mitspieler erschrecken. Schaut euch das an. Unser Freund wird sich vor Schreck in die Hose machen. Moment, er sitzt auf dem Klo. Glück gehabt. Wisst ihr, was richtig traurig ist? Eure Ideen sind viel besser. Game TV schreibt... Bett ganz oft auf- und abbauen. Das ist ein Fall für Batman. Batman rettet die Welt. Schritt 1. Einfach aufnehmen, wie wir das Bett unseres Freundes zerstören und wieder hinsetzen. Und jetzt kommt's. Das Ganze werden wir mit einem Tageslichtsensor aktivieren. Immer wenn es hell wird, dann wird das Bett unseres Mitspielers neu platziert. Ha, da geht es schon los. Unser Klon läuft ins Haus. Jeden Morgen wird sein Spawnpoint gelöscht, nachdem er sich ins Bett gelegt hat. Das ist echt böse. Das geht doch nicht. Ich würde es machen. Livia hat viele Ideen, unter anderem als Harry Copper, als Zauberer verschiedene Befehle auslösen. Das klingt witzig. Da haben wir viele Möglichkeiten. Ab geht die Fahrt. Die Zauberei kann beginnen. Yay. Zauberstab wedeln. Hoffentlich sieht Dumbledore nicht unseren Troll. Als erstes nehmen wir auf, wie wir das Wetter verändern. Abracadabra. Copper ringt. Logo stinkt. Als nächstes laufen wir in sein Haus und zaubern einen unbesiegbaren Zombie, den man gar nicht bekämpfen kann. Abracadabra. Simsala, schlag mich tot. Selbst mit Avada Kedavra kann man den nicht besiegen. Das ist so gemein. Der wird durchgehend unsere Mitspieler angreifen. Boah, grünlich, hat keine Nase. Es ist Voldemort. Der beste Zauber. Wir zaubern ein paar Sachen weg, indem wir sie abbauen. Das ist einfach so geil. Ah, das ist so herrlich. Wie kann man nur so viel Spaß mit dieser Mod haben? Los geht's. Das Ganze abgespielt. Harry Copper und der gelbe Stein des Schreckens. Wir sehen sogar den Zauberstab. Schaut euch das kleine Stäbchen an. Krass. Wir sind der Auserwählte. Der Junge, der alle trollte. Als erstes Regen. Richtig unheimlich. Big Mac. Wir sollten es in Klopapier einwickeln. Lol. Hä? Oh mein Gott. Ein Baby-Zombie auf einem Huhn. Ah, es greift uns an. Oh nein, es beißt. Ah, es ist unbesiegbar. Ah, nein, geh weg. Lol, er kann Sachen wegzaubern. Das ist stark. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Eure Freunde werden ausflippen. Als nächstes Mini-Me-Wecker FBI-Troll. Richtig gut. Wir springen vom Dach. Zack. Und brüllen an der Tür. FBI, open up. Rennen in das Haus und nehmen alles mit. Wir könnten auch andere hauen. Aber Big Mac sitzt am Pott. Da kann man machen, was man will. Der steht nicht auf. Wir werden einfach alles vernichten. Das ist einfach so geil. Diese Aufnahme werden wir mit dem FBI-Skin abspielen. Das ist mega abgefahren. Schaut euch das mal an. FBI, das steht für viele böse Ideen. Open up. Das wird ein Überfall. Wieder alles zerstört. Oh Gott, der Arme. Das wird löchrig wie ein Käse. Copper gibt Klopper. Eure Ideen sind so genial. Brüsselkeks schreibt, wir sollten das Bett besetzen. Das kann ich gut. Ich könnte den ganzen Tag im Bett liegen. Wir sind alleine auf der Map. Wir können nicht liegen bleiben. Wir werden einfach immer nur kurz im Bett liegen. Das passt schon. Oh Gott, das wird echt bescheuert. Wir werden immer aufstehen und uns hinlegen. Das Ganze abspielen. Und schon kann unser Freund nicht mehr schlafen. Wir wollen einfach sein Bett warm halten. Moment. Was? Wir bekommen Schaden? Schlafwandeln wir oder was? Hä? Ich bin im Bett gestorben. Was zur Hölle? Warum? Als ob. Ich glaube, wir hatten einen Albtraum. Als nächstes, Dr. Dörf fragt, ob Klone andere Klone starten können. Leute, das wird einer der besten Trolls, die ihr je gesehen habt. Wir nehmen uns heimlich an ganz verschiedenen Orten auf. Vor dem Haus, hinter dem Haus. Jedes Mal betätigen wir einen Schalter. In dem Haus und natürlich auf seinem Dach. Als nächstes bauen wir Command-Blöcke unter die Schalter, die Klone entstehen lassen. Natürlich geht das auch mit Commands. Und ab geht die Fahrt. Das ist so gemein. Euer Freund sieht euch vor seinem Haus. Sobald er rausgeht, dann seid ihr plötzlich hinter seinem Haus. Und dann in seinem Haus. Und zum Schluss teleportiert er sich aufs Dach. Das macht so einen Spaß. Als Hexe oder Monster wäre das richtig gemein. Oder als Hero Brine. Das war noch längst nicht alles. Bevor wir zum nächsten Streich kommen, schreibt mir gerne noch mehr Ideen in die Kommentare. Vielleicht in Kombination mit anderen Mods. Superhelden, Waffenmod. Ich hätte Bock drauf. Jojo schreibt, Lautsprecher-Troll. Wir sollen uns in jeder
Heike the Base aufnehmen, irgendwas sagen und uns Lautsprecher nennen. Das werden wir direkt umsetzen. 4 Aufnahmen gehen in die erste Ecke. Jetzt singen. Was singen wir denn? Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Oh nein. Nein, 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 nein. Das Ganze müssen wir direkt ein paar Mal wiederholen. In der ganzen Base. Oh mein Gott. Die Idee ist fantastisch. 4 Aufnahmen. Das Ganze abspielen. Und ab geht die Party. Oh mein Gott. Ist das ätzend. Surround ist das. Copper Surround. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Hoffentlich beschweren sich die Nachbarn nicht bei dem Lärm. Eure Mitspieler hören Musik. Ob sie wollen oder nicht. Wie der Chat abgeht. Dann als nächstes Lord Loris. Wie wäre es mit einbauen? Le Bauarbeiter. Wie gemein ist das denn? Einfach aufnehmen, wie wir unseren Freund mit Blöcken einbauen. Dann stinkt es wenigstens nicht. Einfach alles mit Sand zu kleistern. Wir basteln eine riesige Sandburg aus seiner Base. Sowas will keiner sehen. Direkt abgespielt. Die Copyzei ist am Start. Unser Freund gehört eingesperrt. So genial. Immer, wenn er es abbaut, können wir es wieder aufbauen lassen. Das wird ein riesiger Sandkasten. Ich will ein Förmchen haben. Das ist doch krank. Pineapple Music. Eine Aufnahme, in der wir Köpfe verteilen. Das ist eine gute Idee. Am besten nutzen wir auch einen Unsichtbarkeitstrank und platzieren überall Kopperköpfe. Wenn wir das abspielen, dann tauchen die aus dem Nichts auf. Die ganze Base wird gelb. Damit man weiß, dass man sich nicht mit Team Gelb anlegen sollte. Das macht echt Spaß. Das Ganze abspielen? Gar kein Problem. Wir haben ein Problem. Das scheint nicht zu funktionieren. Nur Skelettblöcke. Ich glaube, ich habe die Köpfe bei Wish bestellt. Dark Annie fragt, kann man Enderperlen nutzen? Gute Frage. Müssen wir ausprobieren. Aufnahme starten. Enderperle werfen. Am besten direkt mehrere schmeißen. Okay, los geht's. Hoffentlich klappt es. Da fliegt schon die Enderperle. Und ha, es geht. Das ist gar kein Problem. Easy. Wenn man alle Trolls kombiniert. Das wäre der Hammer. Kommen wir nun zum ultimativen Troll. Ich habe noch ein Bonbon. Wir werden alle Klone, die wir heute gesehen haben, gleichzeitig auslösen. Bevor wir den Hebel umlegen, gebt dem Daumen ein Video nach oben für noch mehr Folgen. Sonst lege ich den Schalter nicht um. Ich warte. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Okay, was? Da fehlen ein paar. Es sind nicht alle. Die brauchen auf jeden Fall eine Entschuldigung von ihren Eltern. Einfach nicht auftauchen. Nach diesem ultimativen Troll muss Big Mac weinen. Auf jeden Fall. Ich sehe Regen, die Trollparty, FBI, Eier werden geworfen, das Haus wird komplett vernichtet. Das könnte ich mir stundenlang anschauen. Ich habe so einen Spaß mit der Mod. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Das war nicht die letzte Folge. Bald noch mehr von euren Trolls. Schaut euch die vorherige Folge an. Einfach auf den Bildschirm klicken. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war der Le Copa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.